Und damit willkommen zurück zu Sidlaris. Beim letzten Mal haben wir einige Fortschritte im Kampf gegen die Wikinger gemacht und ihnen eine Menge Gebiet abgenommen. Darunter auch zwei Kolonien, die sie gegründet haben. Das Wurmloch gehört jetzt uns. Die Prikikiti sind praktisch weg. Sie haben nur noch ihre Heimatwelt und ein anderes System, wo sie nicht mehr Zugang zu haben. Und in der Zwischenzeit, also zwischen den beiden Aufnahmen, habe ich jetzt ein paar Systeme umbenannt. Also zumindest die, die nur eine Kolonie enthalten. Heißen jetzt auch genauso wie die Kolonie selber, also zum Beispiel das Upstart-System heißt jetzt Elysium, weil sich halt nur Elysium hier drin befindet. Und damit sollten wir hoffentlich unsere Kolonien etwas einfacher finden. Das Problem ist, wir sind jetzt immer noch ein bisschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das heißt, wir müssen mal unsere Planeten durchgehen. Hier läuft gerade das Arkäologie-Projekt. Handelshabitat hat noch, oder? Doch, drei Jobs sind noch offen. Nur ist das leider nicht ganz so effizient, wie ich gehofft habe. Genau, hier wird ein Generatordistrikt gebaut. Die ganzen Sachen können wir sowieso bald verlegen. Das Habitat erzeugt inzwischen relativ viel Forschung. Also eigentlich schon über... knapp die Hälfte. Sogar so ziemlich die Hälfte von dem, was wir insgesamt haben. Das ist gar nicht mal schlecht. Es hat sogar noch zwei Forscherslots. Also, da kommt noch ein bisschen was. Davon können wir auf jeden Fall mehr brauchen. Wir werden auf jeden Fall auch... Das heißt, wir werden auf jeden Fall, aber die Überlegung ist, hier auch ein Habitat hinzubauen, das als Festungshabitat dient. Aber damit das Sinn macht, müssen wir erst an dem Punkt sein, dass wir die Prikikiti zu Sklaven machen können. Weil dann können wir die auf Habitate verlegen und damit auch die Gebäudeslots freischalten. Es ist manchmal etwas ungünstig, dass das rein von der Bevölkerung abhängig ist und von nichts anderem. So, wir haben hier das Rana-Wurmloch. Wie sieht es forschungstechnisch aus? Reise durch Sterntore in 40 Monaten. Dann können wir das hier reaktivieren und gucken, wo das hinführt. Das haben wir auch. Und dann können wir hoffentlich auch bald... Wir brauchen dann noch eine Technik dafür. Wir können hoffentlich dann auch bald eigene Sterntore bauen. Das ist eigentlich sogar ziemlich wichtig. Und ich würde es am liebsten sogar machen, bevor wir... noch irgendwelche anderen Kriege führen, damit wir unsere Flotten auch schnell bewegen können. So, die Wikinger, wir können leider noch immer nicht ihre Vassalisierung verlangen, weil wir nicht überlegen sind. Das finde ich ein bisschen nervig, dass das jetzt erforderlich ist, weil eigentlich sind wir überlegen. Ganz ehrlich, alle Flotten, die wir sehen können, sind schwächer als unsere. Und wir müssen auf jeden Fall unsere Flottenkapazität noch erhöhen. Ich gehe mal gerade aus der Pause raus. Construction complete. Sternbasis in der Laura beendet? Nee, die läuft doch noch. Das hier läuft auch. Construction complete. Okay, das hier ist erforscht. Complete. Great Wound wäre schön, wenn wir das bald hätten. Construction complete. Was könnt ihr uns anbieten? Ein Zerstörer für 200 Mineralien. Ja. Und sie haben 200. Exterminatus. Mittlere Schild. Ach du Scheiße, ist der schlecht. Weg damit. Sphere of Influence expanded. Ach, ist das eine Habitat? Stimmt, wir hatten noch ein Habitat im Bau. Wie sieht es hier aus? Was hatten wir? Genau, Handel hatten wir damit vor. Und dazu brauchen wir... Wie sieht es mit dem Wachstum aus? Wachstum ist doch bei... Okay, ist das bei... Ist das bei Habitaten nicht... Also ist das dadurch nicht... Okay, also ich dachte, bei Habitaten wäre es auch so, dass man erst 10 Pops haben muss und dann das ausbauen kann und dann halt die volle
das volle Wachstum da ist. Aber bei Habitaten ist es offenbar direkt so. Soll mir recht sein. Dann ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, noch ein Habitat zu bauen. Wir haben keine Nahrung mehr. Das kann ich so nicht stehen lassen. Gibt es hier irgendwo Arbeitslosigkeit? Ja, bei denen hier. Limes. Dann machen wir einmal hier. Ja, das ist ein Spezialist. Ägypter auf Vulcanus. Genau, Vulcanus ist jetzt, genau, das ist die Gießereiwelt, die wir erobert haben. Fragt sich, was machen wir damit? Ägypter haben bei uns, sind wohnhaft, okay. Dann... Ich überlege, ob ich die da lassen soll oder ob ich die gleich brauche, wenn die Ekumenopolis fertig ist. Das ist wirklich eine gute Frage. Das hier... Genau, das hier wollte ich verbessern, damit wir hier auch Handel treiben können. Dann brauchen wir hier auch unbedingt ein Sternentor. Habitat. Wie sieht das hier aus? Stabilität. Weil die unzufrieden sind. Warum seid ihr unzufrieden? Liegt es an den Fraktionen? Okay, hier sind schon mal keine Blocker mehr, weil das hier vielleicht auch ein Ekumenopolis wird irgendwann. Bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ein Habitat bauen soll, aber ein Sterntor wird früher oder später hier nützlich sein. Können auch eines hier oben gebrauchen, das heißt, wir sollten da auch ein Sterntor haben. Einfach mal gucken, dass auch wirklich genug... dass genug Konstruktionsschiffe vor Ort sind. Das System sollten wir vielleicht auch langsam mal freiräumen. Wo haben wir hier denn mal ein Wissenschaftsschiff außer dem hier? Ja, dann braucht das hier halt eben eine Weile. Construction complete. Terrarium. Wir haben aber nicht die Technologie dafür. Genau das war das Problem. Construction complete. Ich frage mich, woher die ganze Einigkeit kommt, die wir herstellen. Okay, das ist echt nicht schlecht. Terrarium, da war ich. Kann ich hier noch irgendwas Sinnvolles tun? Genkliniken. Ich glaube, gegen Kliniken sind tatsächlich sogar das Sinnvollste. Aber Nahrung geht schon mal rauf, das ist gut. Tech
technology secured. So, wir bauen hier einfach ein Habitat. Construction complete. Ah, nicht Konstruktionsschiff, sondern... Es fehlen Konsumgüter, ja gut, dann... müssen wir daran was ändern. Flottenkapazität plus 30 wäre gut. Bewohnbarkeit bedingt. Kollektives Selbst, galaktische Bestimmung. Einflusskosten für Ansprüche. Aber eigentlich ist Flottenkapazität ein Problem. Das ist echt das, was es davon abhält, eine größere Flotte zu haben. Ich frage mich, ob wir die Flotte unbedingt brauchen, um das hier zu machen. Oder ob die freundlich werden, wenn wir die Möbel studieren. Das könnte passieren. Aber dann, weil dann würden wir nämlich, kann ich mir das sparen, die Flotte dafür zu schicken. Nein, also den Fehler mache ich nicht nochmal. Also ein so ein billiger Zerstörer kann auch nicht gut sein. Construction complete. Unruhen. Und was? Ah ja, ich sehe warum. Wir haben relativ hohe Kriminalität hier. Das kann ich so nicht stehen lassen. Polizeiwache einmal bauen, bitte. Ecumenopolis dauert noch 2 Jahre. Habe ich einen Anspruch auf das eines dieser Systeme? Nein. War declared. Weil eines dieser Systeme hätte ich schon gerne. Also später zumindest, damit ich halt einen Zugang zu den Ägyptern habe. Special Project complete. Ausweichen, plus 5%. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist sogar ziemlich gut. Dann einmal rein, bitte. Das Kolonieschiff kann schon mal rüberfliegen. Und wir haben Bewohnernutzung von Dienstleistungen 10% reduziert. Das ist okay. Und plus 5% Stabilität, weil wir das hier abgeschlossen haben. Neuer Aufstiegsvorteil. Was nehmen wir denn? Meisterhafte Erbauer. Megabauwesen. Ja, da ist die Frage, was wir zuerst kriegen. Das oder galaktische Wunder? Galaktische Wunder können wir halt erst haben, wenn wir Megabauwesen haben. Attacking enemy vessels. Aber wir bräuchten galaktische Wunder halt nur, wenn wir eigene Megastrukturen bauen wollen, aber noch nicht, wenn wir nur eine Megastruktur wiederherstellen wollen, die wir schon in unserem Gebiet haben. Das heißt, für Cybrex Alpha bräuchten wir sie nicht. So, ein Zerstörer. Drei Bewohner. Wundervoll. Wundervoll, wirklich. Das ist mega professionell. Construction complete. Physikforschung. Okay, wir können das Gateway aktivieren. Fortliche Staubernte fallen.
Ja, bitte. Und dann können wir nämlich... Kostet 6000 Energie. Ja, dann können wir erstmal nur eins aktivieren, aber das ist okay. Das Problem ist halt, dass unsere Legierungsherstellung das einzige ist, was noch irgendwie funktioniert. War declared. Construction complete. Wer hat hier wem den Krieg erklärt? Troja, dem dunklen Volk. Ja, das dunkle Volk hat auch wirklich ein Gebiet verloren. Wie sieht es hier aus? Generatorwelt. Ja, bitte. Einmal bauen. Vulcanus hat Ägypter. Ach so, ja, deshalb sind die auch abgehauen, weil die keine Jobs hatten. Gallia. Und das dauert auch noch ein Jahr, okay. Produktion Bergbaustationen. Rumpfstärke. Autokanone brauche ich nicht unbedingt. Das wäre eine Investition in die Zukunft. Zitadelle. Ja, Zitadelle wäre an sich auch gut. Haben die beide noch... Genau, jetzt hat nämlich die eine keinen Admiral mehr. Aggressiv, robust, anpassungsfähig. Construction nicht aggressiv. Construction complete. Construction complete. Das ist zur Hälfte fertig. Das dauert ein bisschen. Construction complete. Okay, sie haben ein... Oh. Ja, die Asiaten haben ihr Sterntor reaktiviert und deshalb ist das jetzt auch angesprungen. Und ich glaube, die zwei sind jetzt auch Nee, sind sie nicht. Okay. Okay, die sind nicht verbunden, weil... Ich dachte schon, weil normalerweise, wenn das erste Tor aktiviert wird, wird ein anderes zufälliges auch aktiviert. Star System charted. Ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob da das nicht auch die normale Regel ist, heißt so... Es müssen beide Sternentore dem gleichen Spieler gehören oder offene Grenzen bestehen, damit sie genutzt werden können. Aber ich war mir nicht sicher, ob das diese Regel praktisch umgeht. Kritische Ressourcenknappheit. An Energie. Ja gut, das kann ich so nicht lassen. Ist aber hoffentlich bald ein Ding der Vergangenheit. So, wir haben 76 Wohnungen, weil wir so viele von denen haben. Wie sieht das aus, wenn das fertig ist? Moment, ich gehe rein. Und... Construction complete. Ja, zwar, man sieht es nicht wegen dem Pop-up. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Animation hat. So, jetzt haben wir 85. Das reicht auch locker. Wir brauchen auch nicht so viele Büroangestellte. Gießerei-Arkologie. Da wollen wir direkt erstmal 3 von. Und eine Industrie-Arkologie. Also jede von denen gibt einfach 10 Wohnungen und 10 Jobs. Das ist besser als die... Selbst als die dritte Stufe von den zusätzlichen Gebäuden, die das herstellen. Und sie brauchen keine exotischen Rohstoffe dafür.
Technology secured. Wurmlochstabilisierung. Ja, bitte. Ich möchte wissen, wohin das hier führt. Du kannst da einen Außenposten hinbauen. Technology secured. Mineralverarbeitungshub. Schlachtschiff. Ja, bitte. Schlachtschiffe sind gut. Okay, das hat keine freien Jobs mehr. Hat auch keine. Okay, dann mache ich hier einmal Bollwerke. Das hat auch keine freien Jobs mehr. Construction complete. Und hier haben wir... Ja, das braucht noch. Aber mit den Festungen... Also Festungshabitate sind wirklich super für Flottenkapazität. Also die sind besser als alles andere. Das Problem ist nur... Wir können halt wirklich nur Bollwerke bauen, weil die ausgebaute Version braucht flüchtige Teilchen. Ich hoffe nur, dass die normalen auch ausreichen. Das Problem ist halt, dass die nur ein Drittel der Effektivität haben. Und das Problem ist halt wirklich Wohnraum. Deshalb, also ich finde, Habitat-Distrikte müssten auch wirklich wie alle anderen Distrikte im Spiel auch den Wohnraum für ihre Jobs halt hergeben. Und die Wohnungsdistrikte müssten halt speziell dafür sein, dass man Wohnungen für die Bewohner herstellt, die in Gebäuden arbeiten. So wie es jetzt läuft, sind Habitate etwas komisch. Also sie sind für ein paar Sachen echt gut, aber nicht unbedingt die Sachen, wofür man meinen würde, dass sie gut sind. So, 4 Handelsknoten. Was ist denn am weitesten weg vor allem? 1, 2, 3, 4. Ja, es ist nicht groß etwas weiter weg, was Handelswert hat. Das heißt, die restlichen beiden, nämlich Hangar, weil die sind zwar eigentlich, wobei die wurden zwar, glaube ich, gebufft, also hier Geschwader wurden zwar gebufft, aber bei Hangars ist es halt so, dass die Piraterie doppelt so gut unterdrücken. So, Ressourcensilo nehmen wir auch mal dazu, eine Hydrokultur, warum nicht? Geheime Weltraumeinrichtung. Stabilität plus 5 und das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Ach, noch so eine Sache, die Ecumenopolis hat. Die erhöht auch das Pop-Wachstum hier auf der... auf dieser Welt. So, unsere erste Gießerei-Akologie ist schon fertig. Das heißt, wir können schon mal die zwei deaktivieren. So, wo war ich jetzt? Ach genau, ich wollte eine geheime Weltraumeinrichtung. Wenn die Stabilität gibt, da kann ich es nicht machen, aber Epsilon Eridani 2 Habitat wurde errichtet. Super. Dann möchte ich auch, dass du das mal kolonisierst. Forschungsfestung. Na ja, toll, das ist gar nicht. Dann machen wir hier so.
Gibt es hier... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich exotische Gase... Doch, exotische... Nee, das sind Kristalle gewesen. Kann ich exotische Gase im Weltall überhaupt schon abbauen? Ich glaube nicht. Das ist etwas schade. Aber ich kann das Sternentor hier mal aktivieren. Solange ich zumindest noch keine eigenen bauen kann. Construction complete. Plus 12 von Bewohnerjobs. Okay. Aber wir haben... Haben wir bis jetzt ein... Wie viele Soldaten haben wir? Ja, wenn jeder Soldat schon 6 gibt, dann ist das echt gut. Construction complete. Construction complete. Pass auf, du kannst mal... Obwohl, nee, ich will nicht alle meine... Das können wir auch deaktivieren. Dann können wir nämlich die sogar abreißen. So, haben wir hier... Das sind in erster Linie die Priki, die das haben. Die Frage ist, habe ich halt Alternativen an Arbeitskräften? Construction complete. Elysium hat schon wieder 2 frei, aber das ist jetzt nicht schlimm. Wir reden hier von 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Jobs. Das heißt, danach müssten wir nochmal... Construction complete. Okay, also arbeitslose Bewohner werden dann halt dahin verlegt. Genau, mit den Sklaven kann ich dann nämlich meine Habitate füllen, um die ganzen Gebäudeslots ausnutzen zu können. Wobei selbst das immer noch eng wird. Wir machen hier aus eine normale Festung. So, Terrarium ist auch so eine Geschichte für sich. Wir werden wahrscheinlich mehr Polizei brauchen, sobald sie Sklaven sind, weil sie das definitiv nicht mögen werden. Sphere of Influence expanded. Technology secured. Pass auf, wie viele Jobs sind hier frei? Bis jetzt 3. Wurmlochreise. Planetarer Schildgenerator. Das wird nützlich für die Festung. So, finde mal raus, wohin das führt. Und es führt
auf die andere Seite von Amazonengebiet. Relativ nah zu den Mayas noch dazu. Das ist vielleicht... Also das ist schon mal gut. Das kannst du mal nicht machen. Hier möchten wir langfristig natürlich auch ein Sternentor. Ich bekomme knapp 100 Konsumgüter durch Handel. Dann wäre das vielleicht nicht um die beste Idee. Also eigentlich wäre das ganz gut, das umzustellen auf Einigkeit, aber ich kann es mir nicht leisten. So, dann baust du hier Wohnungen. Construction complete. Wie lange dauert das hier noch? Okay, das ist jetzt fertig. Das macht den Handel natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher. Special Project complete. So, das hat er eingesammelt. Ich glaube, sonst habe ich nichts an Projekten in meinem Gebiet, oder? Nein, habe ich nicht. Flottenkapazität ist erhöht in 3 Monaten. Aber wir haben jetzt schon einiges dazu bekommen. Schlachtschiffe dauern noch 3 Jahre. Das heißt, wir bauen erstmal noch ein paar neue Kreuzer. Ägypter hat mit Prikikiti Frieden geschlossen. Ja. Ja, komm. Technology secured. Wir beleidigen die mal. Flottenkapazität plus 30. Energiesauger. Construction complete. Verfügbare Jobs, Metallurgen, haben wir halt nicht so mega viele. Aber wir können jetzt auf jeden Fall die hier zurückbauen und die ganzen Metallurgen wieder rüberschicken. Auch wenn sie wahrscheinlich... Wobei, ja, wenn sie Glück haben, müssen sie gar nicht. Ach, es ist zu teuer. Wir können die nicht umsiedeln. Und es sind welche arbeitslos, aber das ist vielleicht noch nicht tragisch. Wir haben einfach kaum noch Gebäude auf Rom. So, chemische Bepflanzung brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wirtschaftszonen brauchen wir auch nicht mehr. Was wir brauchen, ist eine Polizeiwache. Alien Federation formed. Angemessen kompakt. Mit wem? Mit den Wikingern. Ah ja.